Schauen wir kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sie wollen in diesem Spiel mit einem 4-4-2 mit Raute zum Erfolg kommen, wobei der Zehner die beiden Sturmspitzen unterstützen soll. Wie ist dein Eindruck von der Heimmannschaft, Buschi? Ich bin wirklich gespannt, was in dieser Saison möglich ist. Aktuell sieht es gut aus, dass sie nächstes Jahr im Champions Cup spielen. Das wäre natürlich ein großer Erfolg für den Club. Und der Schiedsrichter der heutigen Partie ist ein Franzose, Benoît Taillade. Lemoigne. Jetzt schießt er. Der Ball war nicht platziert genug. Zähler. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Sehr gut reingespielt. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Carrillo. Bernardo Silva. Da geht er gut dazwischen. Und jetzt ein Zweikampf. Super Timing. Den Ball holt er sich. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Und er schießt. Tickt zu hoch. Der Ball streift die Latte und geht ins Aus. Ivan Cavaliero. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Bernardo Silva. Er bekommt Hilfe. Er schießt. Super gemacht vom Torwart. In der Szene muss er pfeifen. Einsatz war zu hart. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig, das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Carrillo. Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Fabio Coentrao. Fabinho. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Jetzt könnte es gefährlich werden. Super Flanke. Keine gute Flanke. Das könnte es werden, aber nein, abseits. Ivan Cavaliero. Das hat er gut gesehen. Handspiel. Das geht in Ordnung. Eindeutig mit der Hand dran. Carrillo. Der war knapp, aber der geht an die Latte. Jetzt müssen sie aufpassen. Und nun die Partie hier unterbrochen, sieht nach einer Verletzung aus.
der Ball weitergehen, aber hoffen wir erstmal, dass er weitermachen kann. Da musste er runter wegen der Verletzung. Ja, und dann geht es hier jetzt mit Schiedsrichterball weiter. Sela. Schuss! Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Eckball. Alexandre Köpf. Richtig gute Ecke, aber der Abschluss, der war nix. Nee, da wird er sich ärgern. Die Chance hätte er natürlich ganz anders nutzen müssen. Bernardo Silva. Er versucht's. Da passt der Torhüter auf. Riesgott. Kommt jetzt die Flanke? Der Ball kam gar nicht so schlecht, aber sie können trotzdem klären. Xela. Riesgott. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Riesgott. Er ist frei, da kann was draus werden. Er gibt Abseits. Schade, das wäre eine gute Chance gewesen. Souverän gemacht vom Torwart. Keine Tore zu. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Ivan Cavaliero. Sela. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Cemiti. Jetzt vielleicht! Und jetzt ein Schuss! Sela. Bernardo Silva. Da kommt er weit raus und kann klären. Super Aktion. Klasse mitgespielt hier und das wird von Torhütern heute ja auch verlangt. Und da ist der Torwart da. Er hält das Unentschieden fest. Fabinho. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Sela. Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Beide Torhüter bis hierhin richtig gut drauf, Buschi. Ja, und deshalb, Wolf, kein Wunder, dass noch kein Tor gefallen ist. Die halten alles, was auf den Kasten kommt. Der Schiedsrichter ist Luft. Die Fahne geht hoch, abgepfiffen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Fabio Coentrao. Schießt er ihn rein. Da war sie. Die Chance zur Führung. Aber vergeben. Das macht er gut. An die Latte.
Und jetzt haben sie den Ball. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Da wird er gestört. Carrillo. Und er schießt. Tor! Der Torhüter war dran, aber nicht mehr entscheidend. Ohne Zweifel. Der Keeper sieht nicht gut aus. Aber natürlich ist es auch nicht so einfach bei diesen Witterungsverhältnissen. Ja, der Schneewolf macht es natürlich schwieriger, vor allem für die Torhüter. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten, Spannung pur. Das Konzentrieren auf die Abwehr arbeitet. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein neuer Mann kommt in die Partie. Entscheidet ein Standard heute das Spiel. Es gibt Ecke. Ich weiß nicht, ob das Nervensache ist, aber den hat er komplett verrissen. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das die Nerven waren. Die stehen ja ordentlich unter Druck. Per Kopf zum Mitspieler. Coins Rau. Toulalon! Ein fantastisches Tor! Den macht er, der Captain. Gute Aktion. Ja, Wolf, das hat er klasse gemacht. Hier nochmal der Treffer aus einer anderen Perspektive. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Schuss! Ganz stark abgeblockt. Super gemacht vom Torwart. Also, wenn Sie diesen Keeper heute noch überwinden wollen, dann müssen Sie sich schon was ganz Besonderes einfallen lassen. Unglaublich, der Typ. Sehr gut reingespielt. Elfmeter, ganz klar. Das war der Schlusspfiff. Das Spiel ist vorbei. 3 weitere Punkte für Sie. So kann es weitergehen, würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. Da hätten Sie überhaupt nichts dagegen. Sie spielen oben mit und bleiben durch diesen Sieg natürlich dran.